kurz mal heilen. So, jetzt können wir hier den Weg nehmen. Trainer haben wir schon besiegt. So, ich würde mal sagen, kurz mal speichern, schadet auch nicht. Und ab an den ersten Orden. Willkommen, dies ist die Arena von Erzmengen. Ich bin Weid, der Arenaleiter. Meine Gesteins-Pokémon sind mein ganzer Stolz. Dann zeig mir mal dein Können als Trainer und die Stärke der Pokémon, die mit dir kämpfen. Arenaleiter Weid fordert dich heraus. Kleinstein, damit war zu rechnen. Los, Tachiru. Falls mal ein Macholo auftauchen sollte, wissen wir, was wir machen sollen. So, Vergeltung. Hauen wir rein. Hey, Nikla. Da muss ich ja lachen. Ich kriege ja gleich einen Lachkrampf. Vergeltung. Uha. Nicht zu früh gelacht hier. Der Renet ist natürlich stark. Der lässt sich jetzt nicht one-hitten. Das ist natürlich... Das war natürlich auch klar. Fußkick, wir kicken weiter drauf ein. Ja, bisher jetzt nicht so das Problem. Tarnsteine. Ja, Kleinsteine tut sich jetzt nicht wirklich defensiv verhalten. Schon im roten Bereich. Walzer. Oha. Ah, hat er ausgehalten. Sehr schön. Walzer ist eine schreckliche Attacke. Weg damit. Wer will denn sowas? So, erstes Pokémon besiegt. Erfahrungspunkt für alle. Takio recht Level 11. Modi recht Level 13. Onix als nächstes. Ich kämpfe natürlich weiter. Jetzt schon Onix? Hat er nur zwei oder wie war das? Der Dreier. Okay, was war nochmal das dritte? Das war, glaube ich, Stalos, oder? War das der Stalos? Nicht Stalos, kann ja nicht sein. Was doch ein Takiro. Und dann ein Georock, oder was kam das jetzt? Bin ja nicht. Machodo? Machomai? Nee. Das war, glaube ich, ein Georock, kann das sein? Und noch ein anderes Onix. Der Onix besiegt. Ich weiß es gar nicht mehr. Werden wir jetzt sehen. Der Georeich Level 12. Fußtritt. Auf jeden Fall. Fußkick. Was kann Fußtritt? Werden wir gleich sehen. Silberblick. Können wir vergessen. 1, 2 und schwupp. Takiro hat Silberblick vergessen und Fußtritt erlernt. Merrich erreicht Level 11. Kochnudon? Glaubst du, wo das nächste Pokémon... Okay, scheiße, das habe ich überblättert. Kochnudon. Ach, das Ding, das Viech. Ist auch noch Gesteinstyp? Ich weiß gar nicht, bin mir gar nicht sicher. Fußtritt. Versuchen wir die neue Attacke. Kopfnuss. Ach du Scheiße. Schreck das nach. Zurückgeschreckt. Ich brauche einen Trank. Ansonsten müssen wir den Rest des Teams versuchen, klarzukommen. Oha, ich brauche einen Supertrank. Schreck das nach. Supertrank. Man setzt sofort Kopfnuss ein.
Und wir haben keinen zweiten Supertrank. Ach du Schande. Vergeltung. Ich kann gar nicht einsetzen. Hey. Und die anderen, wir sind ja sowas von anfällig. Das ist was zum Heck. Einwechseln, versuchen wir es mit Stahli. What the fuck? Ich habe keinen Pflanzen-Pokémon mit dabei. Vergiss es. Flügelschlag. Das wird doch nie was. Große Güte. Silberblick. Ja, das hätte ich jetzt gebräucht mit einem Hark. Mein Takiro, das wäre jetzt. Jetzt setzt den Silberschlag ein. Silberblick. Große Güte. Wird doch hier mehr Geschwitze als gedacht. Mehr Gezitterer. Vielleicht Modi. Das ist das letzte Hoffnung. Ach du Scheiße. Letzte Hoffnung. Das Elektro-Pokémon. Lass deine Hoffnung fahren. Steigungshieb wäre vielleicht auch möglich. Na komm, Modi. Das ist gut. Sehr schön. Ein Volltreffer. Aha. Komm halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch, halt durch. Dampfwalzer. Hält nicht durch. Was, Marie? Das war unglücklich, das war jetzt unglücklich. Marie, alle Hoffnungen liegen auf dir. Wir haben keine Beleber, noch nicht zu dieser Zeit. Spitzenstein, das ist natürlich auch ungünstig. Keine Chance, du hast noch nicht gewonnen, wir geben nicht auf. Puh. Donnerschock. War das was für ein Trank? Nein. Ich bin am Arsch. Am heftigsten. Silberblick. Na komm. So darf das doch jetzt hier nicht enden. Na komm. Na komm. Was will der denn hier mit den Tränken? Wir sind geliefert. Ich mach drei Kreuzer. Ich mache eine kurze Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist ja gut. Wir haben neue Levels gekriegt. Wir sind besser. Wir sind stärker. Wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Ich mache eine kurze Pause oder Partende, weiß ich nicht, wie es ist. Wir sehen uns gleich wieder. Ich renne mal kurz zum nächsten Pokémon. Hier. Ich kaufe mal ein paar Supertränke. Ich versuche das gleich das nächste Mal nochmal. Ich brauche aber jetzt erstmal eine Pause. Supertränke gibt's hier nicht. Ich kaufe mir Tränke. Ich kann 10. Gut, ich kriege mal beim nächsten Mal. Einmal speichern hier. Ach, da war mein Poké-Dingens. Bis gleich.
Gut, versuchen wir es nochmal. Arenaleiter. Auf geht's. Arenaleiter weit, fordert dich raus. Klemmstein. So, jetzt mal ganz logisch, ganz taktisch. Takeru. So, du solltest doch hier volle Pulle reinzimmern können. Ach, die scheiß Walzer-Attacke. Ja, der hält's aus, aber mein Starter später nicht. Das ist ein bisschen scheiße. Obwohl, vielleicht jetzt doch, weil wir durch den ersten Versuch ein paar Levels gekriegt haben. So, dies war der erste Streich. Und der zweite folgt zugleich. Ich kämpfe weiter. Onyx. Vergeltung. Na komm, Steinwurf. Halt aus. Mach's alle platt, Takiro. Vergelte das, was in der letzten Runde passiert ist. So, dieses war der zweite Streich. Ne Level für Takiro. Und Kirikus. Marie ist auch schon Level 12. Doppelteam. Ach, nee. Lass stecken. Mary Level 12. Mary braucht Biss. Ja, auf jeden Fall. Biss. Okay, was nehmen wir dafür? Silberbeck weg. 1, 2 und schwupp. Mary hat Silberbeck vergessen und Biss erlernt. Kochnudern. Weiterkämpfen. Glaubst du, du kannst dann das nächste Pokémon einfach so besiegen? Nee, glaube ich nicht, aber ich werde es trotzdem versuchen. Noch ist Takiro relativ stark dabei. Und was habe ich jetzt eingesetzt? Ach ja, diese verdammte Kopfnuss. Fußtritt hätte ich eingesetzt. So, jetzt wird es Zeit für einen Trank. Der ist nicht vollkommen. Trank reicht nicht mehr vollkommen, wir brauchen einen super Trank. Verdammt, ja, das war's, genau das war's, die verdammte Kopfnuss. Und wir haben 15 Tränke, aber. Ewig kann das nicht gehen. Kopfnuss hat, glaube ich, nur 10 AP, aber. Ja gut, das sollte man dann auch nicht. Soll man auch nicht ausreizen. Wäre eine Taktik. Bin mir da aber auch nicht sicher, wie viel AP hier der Kopfnuss hat. Ich werde auf die Taktik dann in der Top 4 definitiv irgendwann mal zurückgreifen. Und ich weiß, der eine Attacke hat nur 10 AP. Werde ich irgendwann sagen, jo, jetzt. Ja, dann kann halt sowas noch passieren, so ein Volltreffer. Und zwar jetzt sagen dann, hau drauf. Okay, Modi hat halt eine Kampfattacke, das ist halt. Eigentlich ist Modi jetzt die letzte Hoffnung, das ist halt. Uff. Und dann jetzt mit spitzen Steinen und.
Das muss halt jetzt sofort reinhauen. Das muss jetzt sofort. Tut's nicht. Einen Belieber haben wir noch nicht mit dabei. Silberblick, das ist gut. Aber nicht gut genug. Weil Modi nicht kopflos aushält. Oh, okay. Oder so. Ein Volltreffer. Einen Volltreffer habe ich jetzt natürlich nicht gehofft. Darauf habe ich jetzt nicht gesetzt. Level 14 für Modi. Sehr schön. Ein alter Wald wurde besiegt. Ja gut, ein Treffer, einmal kopflos und ja, der Rest des Teams hätte nicht mehr viel machen müssen. Das darf nicht wahr sein. Dabei habe ich meine Pokémon doch mit so viel Hingabe trainiert. Du gewinnst 1960 Pokémon und geht siegreich in dem Kampf gegen den Arenaleiter weit hervor. Uff, das war mein Schwitzen. Das war auf jeden Fall... Nanü! Modi entwickelt sich. Da haben wir hier schon unsere erste Entwicklung in diesem Part auch noch mit dazu. Das ist ja der blanke Wahnsinn. Glückwunsch, dein Modi hat sich zu einem Pampyro entwickelt. Für Pampyro wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Um Angreifer abzuschrecken, verstärkt ist das Feuer an seinem Schweif, wodurch es größer wirkt. Modi versucht Tempo-Heap zu erlernen. Soll es eine bekannte Attacke durch Tempo-Heap ersetzt werden? Auf jeden Fall. Das wäre dann die nächste Kampfattacke. Und da würde ich sagen, Verhöhner kann weg. Auch wenn Kratzer eigentlich so eher der... Die Sache ist aber Tempo-Heap. Das ist beschämend. Ich habe gegen einen Trainer verloren, der noch keinen einzigen Orden besitzt. Tja, das ist nicht... Da ist nichts zu machen. Du warst stark und ich war schwach. So ist das nun mal. Nach den Regeln der Pokémon-Liga wird jeder Trainer, der einen Arena-Leiter besiegt, mit einem Orden belohnt. Hier hast du den offiziellen Kohle-Orden der Pokémon-Liga. Und da haben wir ihn. Du hast den Kohle-Orden von Weit. Der Kohle-Orden ermöglicht es dir, die VM-Attacke Zertrümmerer zu verwenden. Und die hier gebe ich dir auch noch. Du hast die TM 76. Verstoßt die TM 76 in der TM-Tasche. TM 76 enthält die Attacke Tarnsteiner. Ich wollte schon sagen Walzer, das ist... Nein, weg mit der Tricks-Attacke. Tarnstein. Sie führt Gegner Schaden zu, die neu in den Kampf kommen. Sie sind die Sticker, die ich verwende. Nehmen Sie bitte als kleines Geschenk von mir an. Oh, Sticker. Sehr schön. Das ist die Sticker, die weit verwendet. Ein TM bringt einem Pokémon die enthaltene Attacke sofort bei. Du kannst sie nur einmal verwenden. Daher solltest du dir gut überlegen, welches Pokémon die Attacke lernen soll. Sehr schön, die Sticker, das lernen wir, werden wir wahrscheinlich noch lernen. Soll das noch jemand erzählen? Und wir können nämlich die Pokébälle wieder schmücken. Mit Stickern. Oh, Zwergi, du hast den Arena-Retter besiegt. Da haben dir meine Tipps wohl geholfen. Wie? In dem Fall würde es mich freuen, wenn du mein Fan werden würdest. Großartig, ich bin Fan der ersten Stunde. So, wie zu versprochen, wollten wir uns hier mal in der Stadt umschauen. In Erzellingen. Und dann geht's zurück nach Jubelstadt und da geht's dann weiter mit der Story. So, Pokémon erstmal heilen. So muss das. Pampyro haben wir jetzt im Team. Hurra, die erste Entwicklung. Ja, wir müssen dann zurück nach Jubelstadt, weil hier kommen wir nicht hoch. Da brauchen wir ein Fahrrad für.
Das Gefälle ist zu rutschig. Du brauchst ein Fahrrad, um es zu bezwingen. Du hast kein Fahrrad? Nee, wie genau gibt es ein Fahrradladengeschäft? Nach Ewig genau kommen wir noch später. Das dauert aber noch ein bisschen. Bergbaumuseum von Erzelingen mit Kohle per Du. Gehen wir mal ins Museum. Okay, was hätten wir da? Boah, ein Pokémon, das so etwas tragen kann, muss unglaublich stark sein. Bestimmt Machomai. Es kann einen LKW mit Machgeschwindigkeit wegwerfen. Eine dreifache Machgeschwindigkeit. Wow, das ist also Krone. Wer hätte gedacht, dass der Brocken so riesig sind, dass die Brocken so riesig sind? Hallo, willkommen im Bergbaumuseum von Erzelingen. Hallo, wie geht's dir? Ich beschäftige mich mit der Erforschung von Pokémon-Fossilien. Ja, ich, hier und jetzt. Ich stehe kurz vor dem Durchbruch. Oh ja, ich spüre es. Schon bald kann ich Fossilien in Pokémon zurückverwandeln. Das kann ich ganz sicher. Aber noch nicht jetzt. Nein, noch nicht jetzt. Du weißt gar nicht, dass die Erzlingenmine sich bis unter das Meer erstreckt. Wahnsinn. Wie Kohle entsteht, Teil 1. In Urzeiten wurde pflanzliches Material durch Regen und Flüsse an Land gespült, wo es unter Erdschichten begraben wurde. Wie Kohle entsteht, Teil 2. Aufgrund von Erdbeben sowie Erdrissen wurde das Pflanzenmaterial in immer tiefere liegende Erdschichten gedrückt. Lernen wir hier noch Sachen. Wie Kohle entsteht, Teil 3. Tief unter der Erde war das Pflanzenmaterial über lange Zeit im unterirdischen Druck und der Hitze von Magma ausgesetzt, wodurch es sich allmählich in Kohle verwandelt. Hier sind verschiedene Grubenlampen ausgestellt. Die Bergleute trugen diese früher auf dem Kopf, wenn sie in den Minen arbeiten. Hier sind Kohlearten aus verschiedenen Gegenden ausgestellt. Hier sind alte, abgenutzte hölzerne Werkzeuge zu sehen. Offenbar wurde vor langer Zeit die Kohle mit diesem Werkzeug abgebaut. Hier sind verschiedene Alltagsgegenstände der Minenarbeiter ausgestellt. Dieser Kasten enthält kategorische Proben verschiedener Kohlearten. Okay, kleines Museum, klein aber oho. Wie ein kleiner Fels. Klein aber oho. Hier kommen wir noch rein. Hier noch ein bisschen Hausfriedensbruch begehen. Du erinnerst mich an die Zeit, als ich mein erstes Pokémon bekommen habe. Ich habe aber schon mehrere. Es fällt mir immer äußerst schwer zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Hi, deine Pokémon haben das Potenzial dazu, richtig stark zu werden. Warum geht ihr nicht in die Erzlingenmine etwas trainieren? Nee, nicht wirklich. Wow, die Augen deiner Pokémon strahlen ja richtig. Dieser Anblick macht mich wirklich glücklich. Hier, das möchte ich dir schenken. Du hältst einen Superball. Du verstaust den Superball in der Pokémon-Balltasche. Pokémon bleiben immer in ihren Pokémon, nicht wahr? Deshalb denke ich vor einem Fang gut darüber nach, welchen Ball ich verwenden sollte. Die Erzlingenmine wird mit höchster Sorgfalt betrieben. Wir achten darauf, den natürlichen Lebensraum der Pokémon zu erhalten. Die Förderung der Kohle an die Oberfläche ist voll automatisiert. Da arbeitet man sich nicht mehr den Rücken krumm. Was haben wir hier? Okay, können wir nicht machen. So. In weitere Häuser einbrechen. Weit setzt Gesteins-Pokémon ein. Das sind schon tolle Pokémon, oder? Die wirken so robust und kantig.
Hier ist wieder mal eure Helena mit dem Wetter. Ein schwerer Schneesturm wütet auf Route 216. An alle jene, die dem Wetter trotzen wollen und Pokémon zu finden, schlaft auf keinen Fall in diesem Schneesturm ein. Das war's auch schon wieder vom Wetter und von mir. Bis zum nächsten Mal. Weit ist der Arena in unserer Stadt. Trotz seines jungen Alters trägt er schon die Verantwortung für die Medien. Er hat sich drauf. So, Hallöchen. Wenn ich mit meinen Turbo-Tretern durch die Gegend düse, fühlt es sich an, als wären alle Blicke auf mich gerichtet. Es gibt viele verschiedene Arten von TMs. Deshalb kann es ganz schön verzwickt sein, sich zu entscheiden, welches Pokémon welche Attacke lernen soll. Der Renate ist noch jung, aber trotzdem minträchtig. Das macht ihn erst recht zu einem wichtigen Gesteinsexperten. Hast du die Lüftungsschächte gesehen? Über sie kann der Dampf aus dem Untergrund abgelassen werden. So, wen haben wir denn hier? Du, hör mal, hast du einen Pokémon namens Macholo? Willst du dein Macholo vielleicht gegen einen Abra tauschen? Auf gar keinen Fall. Naja, da kann man nichts machen. Aber wenn du es dir anders überlegst, dann komm einfach wieder. Ich hätte zwar schon eins, aber... Vielleicht, der hat getauscht, das bekommt man nicht. Wenn, dann fange ich mir irgendwann mal eine Abra. Das ist... Wie getauscht? Nee, auf keinen Fall. Dann hat das so einen seltsamen Namen, den wir nicht ändern können. Ein Pokémon, das du durch einen Tausch erhältst, steigt schneller am Level auf. Doch vorsichtig, ist sein Level zu hoch, wird es dir eventuell nicht gehorchen. Wenn du genügend Ohren hast, sollte es aber auch kein Problem für dich sein. Ich denke gerade schon mal nach. Abra vielleicht, ja. Könnte man schon im Team gebrauchen, denke ich. Die Weiterentwicklung. Kadabra und Simisela, das ist schon... Also ein Simisela im Team, das ist schon echt top. Hätte man Psycho-Pokémon, das wäre schon nicht schlecht. Ich würde gerne noch drüber nachdenken und wenn, dann fangen wir es uns selbst. Jedes Pokémon verfügt über eine besondere Kraft, eine sogenannte Fähigkeit. Von hier oben hat man zwar eine herausragende Aussicht, aber nach draußen gehen ist so anstrengend. Kannst du mir vielleicht ein Pokémon namens Zubat zeigen? Nein. Ich will kein Zubat fangen. Weil mein Pokémon und ich uns ähnlich sind, das lässt sich nicht so leicht erklären. Okay. Dann könnte man Abra ertauschen. Abra ist echt schwer zu fangen, weil das ist schon... Kann man schon drüber nachdenken. Das ist halt, ja, wenn dann fange ich selber. Dann mit dem komischen Namen und so, mit dem, dann ist das ruhig, dass wenn ich weiß. Nee, das ist, darauf lassen wir uns nicht ein. Wir haben von weit die Erlaubnis bekommen, unsere Pokémon in den Ligen zu trainieren. In Sinnoh gibt es 8 Arenaleiter. Das Ziel eines Trainers sollte sein, von allen 8 Leitern je einen Ohren zu erhalten. Ein Arenaleiter ist nicht mit einem gewöhnlichen Trainer zu vergleichen. Ich würde daher empfehlen, so viele Pokémon wie möglich in die Mitte in den Kampf zu nehmen. An die richtigen vom richtigen Typ, vor allem. Viele ist jetzt nicht immer, manchmal ist auch weniger mehr. Der richtige Typ muss es halt. Fängst du auch Pokémon? Hier, wenn du magst, gehört er dir. Du hältst einen Finsterball. Du hast das Finsterball in der Pokéballtasche. Ey, Ton! Pokémon sollte man Spitznamen geben. So wird das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt. Er hat unser Anton Gelb genannt. Ein wegen der Farbe. Ich kann mir bessere Spitznamen vorstellen. Dann haben wir Rot. Ein Hauptcharakter in den ersten Generationen.
Blut. Da hat die Mutter auch gedacht, das Kind ist so, das Kind schreit so, das ist rot eingefärbt, das Gesicht ist so rot, das ist rot. Hast du schon mal etwas von schillernden Pokémon gehört oder gar eines gesehen? Sie haben eine andere Farbe als ihre Artgenossen. Pikachu zum Beispiel, ja, normalerweise gelb, stimmt's? Aber ein schillerndes Pikachu ist eher orange. Orange. Nicht orange, orange. Wusstest du, dass Pokémon derselben Art unterschiedliche Wesen haben können? Daher überrascht es mich eigentlich nicht, dass es auch schillernde Exemplare gibt. Ja, Shiny Pokémon werden wir jetzt hier nicht unbedingt fangen. Es wird uns nicht unbedingt gelingen. So, wie sieht es um das Team aus? Ist voll aufgeladen. Dann würde ich mal sagen, zurück nach Jubelstadt. Rums.